Hallo ihr Lieben, heute gibt es mal wieder ein Buch für die etwas Älteren. Ich würde das Buch ab 14 Jahren ungefähr empfehlen, aber da müsst ihr selbst auch ein bisschen schauen. Also ungefähr so ab 14 von meiner Seite aus persönlich. Und zwar The Moment I Fell for You aus dem Lux Verlag oder Lux Digital. Das ist das erste Band der Loving You Reihe und es kommen dann nochmal zwei 2023 raus. Genau, also es kostet 14 Euro, und hat 401 Seite. Ich lese zunächst einfach mal kurz, worum es grob im Buch geht. Für einen kurzen Moment fühlt es sich an, als würde Dares Welt stillstehen. Als der Highschool-Footballspieler eines Abends seine Nachbarin Bay singen hört, löst ihre Stimme etwas in ihm aus, das er noch nie gefühlt hat. Eigentlich kennt Dare seine Mitschülerin kaum. Die beiden bewegen sich nicht im gleichen Freundeskreis und Bay gehört ganz sicher nicht zu den begeisterten Fans, die Dare auf dem Footballfeld anfeuern. Doch nun gehen ihm Bays Stimme und die Gefühle, die sie in ihm auslöst, einfach nicht mehr aus dem Kopf. Und je mehr er über Bay erfährt, desto faszinierter ist Dare von ihr. Kurz vor dem Highschool-Abschluss bleibt ihm aber nicht viel Zeit, das Herz der Frau zu erobern, die seines so sehr berührt hat. Genau, das ist so grob, worum es geht. Ich habe das Buch etwas länger als gewöhnlich gelesen, was ehrlich gesagt meistens ein Zeichen dafür ist, dass es nicht ganz meinen Geschmack trifft. Und so in etwa fällt auch mein Urteil darüber aus. Die Geschichte baut sich sehr langsam auf und es dauert eine ganze Weile, um wirklich einzutauchen und mit den Charakteren warm zu werden. Es ist ein sehr langatmiges Zusammenkommen der beiden Charaktere, wobei ich mich oft gefragt habe, woran das eigentlich liegt. Keine Ahnung. Beide haben einiges, womit sie fertig werden müssen, aber das scheint nicht der Grund für ihre Probleme zu sein. So empfand ich das zumindest. Dare kämpft gegen die Armut, die Hoffnungslosigkeit darüber, in der Stadt bleiben zu müssen, ohne jegliche Aussicht auf eine College-Aufnahme und natürlich gegen seinen Vater, der ihn immer wieder schlägt. Bay versucht, den Verlust ihres Vaters zu verarbeiten, arbeitet daran, wieder zu singen und ihre Angst vor anderen aufzutreten zu überwinden und ihren Spitznamen endlich loszuwerden, die Neue zu sein, obwohl sie schon seit 3 Jahren in dieser Schule ist. Nachdem sie sich immer besser kennenlernen, finden sie immer mehr zueinander und man möchte eigentlich meinen, dass ihnen nichts im Weg steht. Dennoch bleiben sie immer auf Abstand, was genau mein Problem war. Denn dadurch entwickelte sich irgendwie nie diese Bindung oder diese Leidenschaft, die mir so gefehlt hat. Und ich konnte oft die Gedankengänge bzw. Handlungen der beiden nicht ganz nachvollziehen. Das Ende nahm dann noch eine recht überraschende Wendung und ließ somit den Schluss offen, was, wie gesagt, die weiteren beiden Teile erklärt, die 23 noch folgen werden. Mein Fazit also lautet eher ernüchternd. Das Buch ist für zwischendurch in Ordnung, hat mich aber nicht so gefesselt und davon abgehalten, es zu verschlingen. Es fehlte das gewisse Extra einfach und hatte für mich persönlich nichts Außergewöhnliches, leider. Das ist mein Geschmack, mein persönliches Fazit. Schreibt mir sehr gern, wie ihr das empfunden habt in die Kommentare, wenn ihr es gelesen habt. Und ich bin immer wieder gerne für Buchempfehlungen offen. Das Buch findet ihr wie immer in der Infobox verlinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch gerne meine weiteren Videos an. Macht's gut!